Gut, heute möchte ich mal was über die verschiedenen Kleber erzählen, die ich so verwende, weil ja immer wieder mich Leute fragen, was für ein Kleber das ist und wie der funktioniert und was das Beste für was ist und so weiter. Okay, fangen wir mal mit dem Wichtigsten an, und zwar mit dem Revell Contacta Professional. Das ist der Kleber, mit dem ich hier diese gewöhnlichen Modelle zusammenklebe. Der hat hier eben so eine Nadel oder Kanüle, die es eben erlaubt, wirklich punktgenau auch kleinere Mengen von Kleber aufzutragen, ohne dass das irgendwie voll verbarst wird, wie das vielleicht bei so manchem Tubenkleber der Fall ist. Also ich kann immer empfehlen, so einen ähnlichen Kleber sich anzuschaffen, das funktioniert hervorragend. Es gibt auch verschiedene, von Uhu zum Beispiel, der ist in so einem, ja, so ein pinken Fläschchen, den habe ich jetzt gerade nicht da, der ist auch sehr gut. Allerdings eignet sich der Kleber jetzt nicht so gut, um Plastikteile zu kleben, denn ja, dann laufen diese durchsichtigen Teile an und ja, das sieht dann eben nicht so gut aus. Das hat eben damit zu tun, dass der Kleber eigentlich die Plastikteile verschweißt, also er löst praktisch beide Teile an. Beide Plastikteile und die verschmelzen dann richtig. Also, das ist jetzt nicht unbedingt der Kleber, der klebt, sondern eigentlich, ja, die werden einfach dauerhaft verbunden, diese Teile. Für Plastikteile eignet sich relativ gut von Revell Contacta Clear. Das ist so, ja, hier mit so einem Pinsel. Ich finde aber, dass der nur bedingt brauchbar ist. Ich finde für ja, Scheiben an Flugzeugen, diese Cockpitverglasung, ist der einfach nicht so geeignet. Der klebt sehr schwach nur. Man kann hin und wieder aber brauchen, wenn man an Fahrzeugen irgendwie die Scheinwerferlichter einbaut und so weiter. Da ist der sehr gut. Aber für große Teile oder für große durchsichtige Teile ist er ja nicht so geeignet. Eine Sache, die man immer braucht, ist Sekundenkleber. Da kann man eigentlich jeden handelsüblichen verwenden, den man auch in viele Schreibwarengeschäfte bekommt. Früher habe ich immer diesen U-Kleber verwendet, aber der ist irgendwie sehr teuer und da ist auch sehr wenig drin. Und da habe ich jetzt mal diesen hier entdeckt vor nicht allzu langer Zeit. Der trocknet auch gar nicht ein und ja, ist eine Menge drin und das Fläschchen kostet 3 Euro. Was will man mehr? Und das ist der MX-Bone 601 Surface Insensitive. Der trocknet also relativ langsam. Und das ist perfekt, wenn man Foto-Ads-Teile montieren will, weil die dann nicht sofort höllisch kleben bleiben, sondern man dann nur Zeit hat, die richtig zu platzieren und zu bewegen, bis es eben passt. Und dann wird der dann erst später hart. Also wirklich großartig, auch gut geeignet, um Weißmetallfiguren zusammenzubauen, weil ja einiges Gewicht dran hängt, aber es geht auch mit anderen Klebern recht gut. Ich habe hier jetzt noch einen anderen, den 501er High Performance. Den konnte ich aber noch nicht oft verwenden, weil das ist wirklich Teufelszeug. Der ist noch gar nicht richtig aus der Tube raus, dann ist er schon hart und klebt wie Hölle. Beim ersten Öffnen von diesem Fläschchen ist das richtig rausgespritzt gekommen, oben wie aus einem Vulkan, und dann hatte ich das alles an der Hand dran, das war dann auch nicht zu prickeln. Und das ist wirklich binnen einer Sekunde hartes Zeug. Also hat nicht wirklich viel Sinn im Modellbaubereich. Also man muss schon darauf achten, wenigstens einen gewöhnlichen Sekundenkleber zu verwenden oder einen, der langsam trocknet. Okay, zu guter Letzt dann noch ein bisschen Holzleim. In diesem Fall Tesa-Holzleim Express, der trocknet relativ schnell und ja, der eignet sich sehr gut, wenn man was mit Dioramen bauen will, um Styropor, Holz, Erde und Sand und Gras festzukleben. Also das ist sozusagen mein Alleskleber, weil er ist relativ günstig und ja, hebt auch ziemlich gut. Kann man auch mit Wasser verdünnen und ja, wirklich vielseitig verwendbar. Ich habe auch noch den Ponal Express.
Ich sehe aber ehrlich gesagt keinen Unterschied zwischen den zwei Produkten und die kann man auch mischen und so weiter. Das ist eigentlich immer dasselbe. In anderen Ländern gibt es natürlich kein Tesa-Kleber, vermute ich. Ich habe aber schon viel von Elmus gehört und so, das ist eigentlich gleichwertig. Wenn man halt das verwendet für ein Diorama, muss man bloß darauf achten, dass man einen Holzleim verwendet, der durchsichtig trocknet und nicht weiß bleibt. Das sieht sonst ein bisschen doof aus. Zum Schluss möchte ich dann noch auf ein ganz tolles Video von Swinehunden verweisen. Der hat die letzten Tage ein Video gemacht, wie man Kleber am besten verwendet. Er demonstriert es mit Holzleim und sagt auch, dass das eben für alle Klebersorten gilt. Ich versuche das als Videoantwort hierher zu bekommen und ja, das ist dann auch die passende Ergänzung zu dem, was ich gesagt habe. So, ich hoffe, ihr habt was Neues lernen können und ja, man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamilkar Barkas.